Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute sind wir mit dem zweiten Teil der Einrichtung des Büro 60Ps am Start. Viel Spaß! Ja, heute sind wir endlich mit dem zweiten Teil der Einrichtung des 60P-Aquariums am Start. Um vielleicht erstmal jetzt ein Feedback nach knapp 3,5 Wochen Darkstar zu geben. Also ich muss sagen, für Thema vielleicht Gesellschaftsaquarien und auch Aquascapes werde ich in Zukunft auch weiterhin jetzt den Darkstar öfters mal verwenden. Für die Zucht-Setups sehe ich noch nicht zwingend so den hohen Vorteil, vielleicht in Bezug aufs Thema Soil. Aber der Darkstar ist wirklich sehr, sehr gut, nahezu optimal verlaufen. Wir hatten einen minimalen Bakterienrasen auf den Wurzeln, also wirklich ein Hauch von nichts. Der Nitritpeak ist relativ stabil abgelaufen. Wir hatten im Höhepunkt des Peaks so einen Wert von ca. 0,5. Ich habe pro Woche einen Wasserwechsel von ca. so 60-70% gemacht, der letzten vor einer halben Woche. Und vor einer Woche sind dann auch pinke Posthornschnecken reingezogen, um halt das bisschen, was am Bakterienrasen drin ist, auch ein bisschen abweiden zu können. Die haben mittlerweile auch ordentlich Eier gelegt, also da gibt es auch bald einen Nachwuchs. Ja, heute ist ein wunderschönes Paket gekommen von der Aquaristikwelt24.de. Da auch nochmal ein dickes Dankeschön. Die haben mir nämlich jetzt auch noch die Pflanzen für das schöne Becken gesponsert. Und von denen gibt es auch noch richtig coole Aktionen in Zusammenarbeit mit Schwimmpaddel. Dazu aber am Ende vom Video mehr. Sprich, wir gehen jetzt rüber ans Aquarium, beziehungsweise machen erst kurz das Unboxing, dann gehen wir rüber ans Aquarium, setzen die Pflanzen rein, richten die SodaStream CO2-Anlage wieder ein und dann kann das Becken erstmal schön bepflanzt weiterlaufen, bis dann nach und nach der Besatz kommt. Ja, ich würde sagen, wir legen los. So, ich denke, ich habe da eine richtig schöne Auswahl an Pflanzen zusammengestellt und verpackt waren sie auch tipptopp. Vor allen Dingen, das Paket hat einen sehr rasanten Weg zurückgelegt. Das wurde praktisch Mittwochabends um 17 Uhr rum losgeschickt, zumindest laut Tracking, und war jetzt am nächsten Tag praktisch um 11 Uhr morgens da. Also ordentlich. Ja, wir gehen ans Bepflanzen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir da eine wirklich schöne Auswahl zusammengestellt. Gerade auch so Sachen wie die Hygrophila penedifida, die hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Wirklich eine wunderschöne Pflanze, die auch unter den richtigen Licht- und auch Nährstoffbedingungen so fast schon so ein bisschen so dunkel-lila Touch kriegen kann. Natürlich, ihr kennt mich, viel Bucephalanthras, auch neue Sachen, Laginantra und ähnliches. Und ja, kleine Info auch dazu, ihr bekommt sowas auch als zusammenkonfigurierte Pakete bei der Aquaristikwelt. Also ihr könnt auch einfach sagen, ich habe ein 60-Liter-Becken mal angenommen. Und da gibt es auch fertig Anfänger konfigurierte Pakete mit Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrundpflanzen, Aufsitzern, ähnliches. Oder auch zum Beispiel Bucephalanthras gibt es nicht nur einzeln, sondern auch in Dreiersets, da sind sie dann auch ein bisschen günstiger. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Auswahl. Die Pflanzen sind auch tipptopp von der Qualität. Jetzt nichts mit In-Vitros mit dabei. In-Vitros hätten sie auch. Ich habe mich jetzt aber für ganz normal gewachsene Pflanzen entschieden. Sind meines Erachtens alle E-Mers gewachsen, also sprich Überwasser, gerade auch bei der Styrogyne hier sieht man schon recht stark, die wächst unter Wasser eigentlich nicht so senkrecht nach oben. Sprich, so Sachen werde ich dann definitiv einkürzen, bevor ich sie jetzt hier bepflanzen tue. Ja, was machen wir jetzt? Ich tue jetzt einmal die ganzen Pflanzen preppen, sprich sauber machen, von der Mineralwolle unten befreien. Und dann fangen wir praktisch von innen nach außen an. Sprich, wir arbeiten uns einmal von der Mitte nach hier vorne hin und dann nochmal von der Mitte praktisch nach hinten hin, dass wir beide Seiten
dementsprechend ordentlich bepflanzt haben. Ich setze erstmal mit den Hintergrundpflanzen an, dann gehen wir ein bisschen an Mittelgrund, Vordergrund und gerade auch die Buscephalandras, alles was an Aufsitzern ist, die kommen dann einmal zum Schluss außenrum verteilt hin. Ja, ich würde sagen, wir bereiten mal die Pflanzen vor. So, die ganzen Pflanzen, die jetzt ins Soll eingepflanzt werden, sind erstmal vorbereitet. Die Buscephalandras lasse ich mal hier hinten noch außen vor, dass die noch ein bisschen feucht bleiben. Ansonsten, viele Pflanzen habe ich sowohl unten am Wurzelwerk als auch oben abgeschnitten. Da muss man halt ein bisschen gucken, bei so Geschichten, die ehemals vorher gewachsen sind, tut man den Pflanzen definitiv einen Gefallen. Wenn man sie mehr als ein gutes Stück einkürzt, dann wachsen sie unter Wasser auch deutlich schneller an. Wir fangen jetzt praktisch mit der Hygrophila von hier hinten an, gehen dann über die roten Akzente in der Mitte und dann auch mit der Kryptokoryne hier vorne. Und dann machen wir einmal die Randbepflanzung. Das war ja hier oben wirklich wie so ein Topf gedacht. Ob ich auch hier unten noch ein bisschen was ansetze, muss ich jetzt mal im Verlauf vom Einrichten angucken, ob es mir gefällt. Und wenn wir das haben, dann gehen wir wirklich an die Aufsitzer. Sprich, dann werden auch diese ganzen Spalten zwischen den Steinen noch gefüllt. Falls auch die Frage auftaucht, es war kein Moos vorgesehen. Es ist ein Low-Maintenance-Becken, es wird nicht sonderlich stark gedüngt. Entweder hast du das Problem, dass ein Moos ohne irgendwelche Zusatzstoffe wächst wie Holler, sprich du musst es gefühlt einmal die Woche nachschneiden, oder du hast langsam wachsende Moose, die aber trotzdem einen gewissen Nährstoffgehalt haben wollen und auch ein bisschen hinterher sein muss, dass sie nicht gammeln. Deswegen, das war auch vom Scape her so gedacht, dass wirklich diese Wurzeln so ein bisschen wie was Alterndes aus diesem Hang, aus diesem Berg rauskommen und wirklich hier dann das komplette Grüne nur drüber wächst. So, die ganzen Pflanzen, die ins Soll müssen, haben wir jetzt erstmal drin. Jetzt geht's dran, die ganzen wunderschönen Buscephalandras vorzubereiten. Und dann fangen wir an, diese ganzen Mauerspalten zu füllen. Und dann sind wir beinahe schon fertig und können im Prinzip dann noch schnell an die CO2-Anlage gehen. Something.
Tja, ich würde sagen, das kann sich definitiv sehen lassen. Ich weiß, das sage ich oft, aber ich bin verdammt happy mit dem Endergebnis. Auch die Kalkulation hat ganz gut hingehauen. Wir haben gerade so 2 Stecklinge von dem Bodendecker übrig. Ansonsten ist alles drin, was wir bestellt hatten. Und ja, mir gefällt es megamäßig gut. Klar, bei mir wieder der Hauptfaktor, ne? Die Busifalantras, dass wir hier vorne auch so ein bisschen Kamm haben, der rauskommt. Das war mir auch wichtig. Da war es auch echt schön, dass da sowohl Töpfe mit relativ kleinen Stecklingen mit dabei waren, die man hier und da mal in den Mauerspalten erstmal verteilen konnte. Klar, die werden auch irgendwann groß, aber das Problem ist, die großen kriegst du meistens nicht so zwischen die Spalten da rein. Wenn mal das Rhizom richtig angewachsen ist, ist das im Prinzip Jacke. Und ja, ich bin gespannt, was so in den nächsten 1-2 Wochen sich beim Wachstum tut und vor allem dann auch beim Thema Ausfärbung der Blätter bei verschiedenen Busifalantras als auch bei der Cryptocoryne hier zum Beispiel in der Mitte. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hier vorne noch ein paar kleine Gesteinsbrocken mit reinlege. Aber ich denke, da werde ich noch mal ein paar Tage drüber nachdenken. Und ja, ich gehe jetzt im Prinzip dran, die SodaStream CO2-Anlage anzuschließen. Das ist ein schöner Acryl-Neodiffusor. Ich muss mal gucken, ob ich den hier drüben oder hier rein mache. Eigentlich von der Durchströmung her macht es hier mehr Sinn. Aber ich muss mal gucken, ob das hier unten mit dem Platz langt. Und achso, falls es jemanden interessiert, Thema SodaStream CO2-Anlage. Ich mache jetzt hier kein extra Erklärvideo dazu, das würde den Rahmen sprengen. Ich verlinke euch aber das Video, wo ich erklärt habe, wie man das Ganze richtig angehen kann. Ja, wir gehen ans CO2. Ja, ich würde sagen, das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es ist nahezu so, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht noch mit dem Übergang so. Muss man mal gucken, wie sich die Pflanzen jetzt auch noch mit dem Wachstum einstellen. Vor allen Dingen, dass auch die schnell wachsenden Geschichten nicht zu schnell wachsen. Es soll ja ein bisschen in die Richtung Low-Maintenance-Becken gehen. Und ja, im Prinzip meine Aufgabe jetzt die nächsten paar Tage ist, die CO2-Anlage passend einzuregeln. Mit Dünger muss ich mal gucken, was ich mache. Im Moment sind wirklich noch durch den Soil, durch den Fluvalstratum noch mehr als genügend Nährstoffe im Bodengrund und auch vor allen Dingen durch das Mineral bzw. Volcano Powder von JBL. Ja, ich bin gespannt, wie es weiter verläuft. Ich denke, das nächste Update zum Becken werde ich euch geben, wenn dann so in Anführungsstrichen der finale Besatz drin ist. Ich möchte es ja Step by Step besetzen. Macht auch Sinn, nicht brachial einmal auf einen Haufen, auch wenn es nur Minifische oder irgendwas sind, 30, 40 Fische reinzuschmeißen. Hart ausgedrückt. Und ja, ansonsten die Aktion von der Aquaristikwelt24.de ist, wir haben in Zusammenarbeit einen kleinen Coupon-Code für euch erarbeitet, wenn wir so sagen wollen. Mit dem Code SHRIMP erhaltet ihr 10% auf einen kompletten Einkauf im Aquaristikwelt24.de Shop. Schaut gerne mal vorbei, auch das Hardscape, wie im ersten Teil zu sehen, war komplett von denen zusammengestellt. Die haben verschiedenste Produkte im Bereich Pflanzen, Technik, Hardscape, Bodengründe. Gerne mal vorbeigucken und dann den Shrimp-Code verwenden für 10% Rabatt. Ja, ich hoffe doch sehr, dass euch das Video und vor allem auch das Becken in der Form genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht. Aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Shrimp Paddle. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao. Bis dann.